Ein Flaschenöffner, der kann was. Es gibt immer noch mehr. Hier kommt Tropf, Tropf, hier kommt ein Tropfen nach dem anderen raus. Also, die muss auf jeden Fall getauscht werden, ich merke das schon. Jetzt testen wir einfach mal Nachbautaul. Draußen ist Regen, aber hier drin ist schön. Oh, mein Manometer. Herzlich willkommen. Wir haben einen nassen Trecker in der Werkstatt. Dann muss ich das mal trocknen. Es hat ein bisschen geregnet. Ein bisschen? Es hat jetzt ganz schön geschüttet schon. Aber keine Räder mehr? Und der ist schon schön einigermaßen sauber. Nö, das passt schon, ne? Der kann hier jetzt erstmal über Nacht trocknen, dann geht er morgen wieder raus, dann können die Sachen wieder angebaut werden. Ne? Wir haben ja hier wieder unsere Bleche ab. Jetzt kann man hier wieder sehr gut sehen, wie das eigentlich so alles aussieht. Ne? Wichtig ist, dass es erstmal sauber ist. Einmal im Jahr muss es ja sauber, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Dann können wir hier sehen, unser Kotflügel von innen geht eigentlich. Also beim Achter waren hier mehr Einschlüsse und so, ne? Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Das passt soweit alles. Nächsten Winter. Kriegt nächsten Winter diese Kur. Genau, das machen wir nächsten Winter. Jetzt, wo ich gesehen habe, was ganz gut ist, habe ich eigentlich gar nicht das Bedürfnis, da was zu machen. Der kriegt morgen dann Räder. Muss man sich nicht wundern. Der kriegt morgen dann gleich 800er Räder, weil die brauchen wir als nächstes. Ja, wie gesagt, Bleche drauf, 800er Räder drauf. Und dann wollen wir mal gucken, das wird morgen Experiment, ob wir den, ist das ja noch gut, ja. Ob wir wollen den ohne Vorderräder hier reinfahren. Der Masterplan ist, den Trackjack da unterzubauen, mal gucken, wie ich das hinkriege. Und dann wollte ich versuchen, weil wir müssen ja nur gerade fahren, wir müssen dann vor der Werkstatt das Ding anbauen und dann einfach gerade hier rein. Und das ist so der Plan. Eigentlich hätte ich ja Lust, diesen Trecker ohne Vorderräder hier reinzufahren. Weil wir wollen den Lenkzylinder ausbauen. Und dann ist es natürlich 10-mal angenehmer, wenn die Räder hier weg sind, dann kannst du hier auch ran. Ne? Dann ist der Trackjack ja hier zwar irgendwie so ein bisschen im Weg, aber die Räder sind weg und du musst da an die Stangen ran und so. Das ist 10-mal besser, wenn die Räder ab sind. Wir könnten auch hier drin die Räder abbauen, das haben wir auch schon mal gemacht, aber das ist irgendwie alles so. Geht so. Und wenn das mit dem anderen Ding geht, Alter, das ist ja 10-mal geiler. Das werden wir auf jeden Fall versuchen morgen. Also Hinterräder rauf und ohne Vorderräder hier wieder rein. Deswegen sind die Vorderräder auch nicht so sauber gemacht, weil die einfach eh nochmal rauskommen. Das ist so der große Masterplan. Ölwechselmotor, Ölwechselvorderachse, Ölwechselfrontzapfelle steht noch an. Und so Kleinigkeiten habe ich noch nicht besorgt. Hier diese, das ist ja... Die Feder ist nicht mehr gut.
glaube, die Dose ist einfach nicht mehr gut. Oder so. Solche paar Kleinigkeiten sind noch. Und dieser Trecker ist eigentlich der Masterplan, dass wir den wollen wir einmal polieren. Ne? Der ist jetzt dran, den haben wir schon seit 4, 5 Jahren nicht mehr poliert, so gefühlt. Ja. Das wäre noch einmal. So, das sind so die Dinge, die jetzt hier anstehen. Aber und Innenreinigung. Ja, genau. Scheiben einmal innenreinigen, klar. Alles nochmal so ein bisschen durchgucken, so was da zu gucken ist. Hier ist noch so ein Strohhalm. Geht nicht, muss weg. So Sachen. Und dann war's das. Mehr ist, in Anführungsstrichen, mehr ist bei dem Trecker eigentlich nicht. Ne? Da ist sonst alles soweit in Ordnung. Aber eben einmal durchgucken, einmal warten, einmal sauber machen, dass der dann wieder einsatzbereit ist. Für all das, was da kommen mag. Ne? Sehr schön. Gut, haben wir alles soweit für heute. Ach komm, kurz noch 10. Feierabend, ne? Mm-mm. Nicht? Mm-mm. Ich muss das noch zu Ende gucken. Ja. Ja, kann man machen. Gute Idee. Abonnieren und gefällt mir nicht vergessen nachher, ne? Nee, wie heißt das hier? Gefällt mir und Kommentar nachher nicht vergessen, ne? Wenn du das geguckt hast. Mach ich. Sehr gut. Sind das hier eigentlich meine Eier oder die vom Osterhasen? Das waren oder meine, deine Eier. Das waren meine Eier, sind aber jetzt deine Eier. Magst du die nicht? Das sind Lindeier. Die sind ganz lecker. Ich weiß. Bier. Pilz. Und dann dieses Teil hier. Und da habe ich mal eine Frage an euch. Vielleicht hat einer von euch eine gute Idee. Wenn er sie hat, darf er sie gerne in den Kommentaren kundtun. Folgendes. Ein Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner, der kann was. Es gibt immer noch mehr. Muss man näher ran wegen dem Ton. Nein, es geht nicht mehr. Du musst noch eins ertrinken. Nee, noch eins. Es ist, ich hol mal ein Werkzeug. Verdammt, ja, ich meine, das ist schon gut, wenn es nur einmal geht, so nach dem Motto, ne? Also. Ah, es muss metallisch. Es ist nicht metallisch. Ich brauche noch ein Werkzeug. Du kannst ja nie genug Werkzeuge haben. Es ist kein Bier. Das kann nicht sein. Es ist schlau. Das kann nicht sein. Das kann ja nicht kaputt sein. Nee, kaputt ist es nicht. Du musst nur ein Hummer. Nein, das kommt hier oben nicht gegen. Ich komme da oben nicht gegen. Hol ein Bier. Nein, er soll das trinken. Es gibt immer noch mehr. So, es ist ja so. Es ist ja, hier ist eine Kontaktschleife drin, hier oben. Die muss geschlossen werden. Es gibt immer noch mehr. Und ein Deckel kann das nun mal, ne? Also, der Spruch ist... Es gibt immer noch mehr. Und das ist auch so ein Getränk gemünzt ja auch total cool. Also das muss man den Jungs sagen, das haben die sich gut überlegt. Der Spruch wird ja auch schon, der ging ja in den sozialen Medien auch rauf und runter bei anderen Sachen. Aber die Frage ist ja, ich hätte Bock auf diesen Artikel, meine Frau auch, aber wir haben den richtigen Spruch nicht. Es geht immer noch mehr, ist schon weg. So viel steht fest. Und wir suchen eigentlich noch den richtigen Spruch. Und vielleicht hat ja einer von euch, weil ihr seid ja unheimlich viele und habt immer unheimlich gute Ideen, vielleicht hat ja einer noch die passende Idee für einen Spruch, für einen Flaschenöffner, der dann, Es gibt immer noch mehr. Der ist dann, Es gibt immer noch mehr. In so einen Flaschenöffner schafft. Das wäre cool. Also, wenn ihr da einen Spruch habt, haut den gern unten in die Kommentare oder schickt den per E-Mail, wie auch immer ihr mögt. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch bald irgendwie mal so einen Flaschenöffner anbieten können, weil wir finden den auch unheimlich cool. Ich finde das ein cooles Gadget. Wenn da ein cooler Spruch für ist, weil ohne einen coolen Spruch ist der irgendwie, ist der ganz nett, aber irgendwie nicht so cool. Also, vielleicht habt ihr eine schöne Idee und dann kloppt mal unten rein, was ihr dazu sagt. Prost!
bisschen an die Kante. Der soll in Einsatz. Eigentlich sollen beide in Einsatz. Also dann in dem Moment ja alle drei. Und dann will ich hier aber noch einen Ölwechsel machen. Stellen wir ihn hier mal so ein bisschen an die Seite. Dann kann der erstmal in Ruhe auslecken. Das stört alles nicht. Ganz viel Lust an der Freude. Machen wir den Arbeitsscheinwerfer noch neu, der da vorne kaputt ist. Ne? Normalerweise kann ich durchschalten. Eine Stufe und dann habe ich ja noch eine. Dann geht der Scheinwerfer am Arm an. Der hat uns ja verlassen, wie wir wissen. So, dann können wir hier nämlich, der hat jetzt ein bisschen warm gelaufen, können wir hier jetzt erstmal in Ruhe das Öl rauslaufen lassen aus diesem Bagger. Bei dem anderen Bagger hatte ich übrigens nachträglich noch die Stunden auf den Filter geschrieben. Ich schreibe ja immer die Stunden auf den Filter und in meinem Buch. Bloß, ich warte immer erst, bis ich den fest... Also es ist leichter, das auf den Tisch zu machen, klar, aber ich mache das immer erst, wenn der eingebaut ist. Das war dann ein bisschen komplizierter. Aber dann bin ich mit meinen Griffeln da nicht mehr dran, denn wenn ich mit meinen Griffeln dran komme, ist meistens noch irgendwie, was weiß ich was, an den Fingern und dann hier verläuft die Ware und dann weiß ich ja auch nicht, steht der jetzt so oder so oder so, steht das vom Kopf, was ich schreibe. Weiß ich ja vorher nicht, ne? Deswegen ziehe ich den erst fest und dann passt das. Aber hier können wir jetzt erstmal Öl ablassen und hier war ja dieses Malheur mit der Dieselpumpe, was ja gar kein Malheur war, aber das ist leicht undicht. Hier ist sowieso noch eine Undichtigkeit, ich muss noch ein paar Teile kaufen. Aber wir werden auch noch gleich die Kraftstoffpumpe mit tauschen, denke ich mal. Dann ist das gleich mit erledigt. Dann dröppelt das da nicht mehr. Ne? Zum Glück fehlt hier noch die Bodenplatte. Dann kann man hier ganz entspannt arbeiten. Ne? Aber das geht. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal ja bei dem anderen Bagger schon gesagt, da kann man nicht klagen, das habe ich alles schon schlimmer gehabt. Hier ist das bei den Terex-Baggern eigentlich ganz angenehm. Ne? So, Lauf, aber nicht so weit weg. Ja, während unten das Öl dröppelt, ist oben auch Öl gedröppelt, ne? Aus irgendeinem unerklärlichen Grund, man weiß die Gründe ja immer nicht, hat der Ventildeckel rausgelassen. Das ist jetzt nicht so, dass es da rausgelaufen ist, aber da ist was rausgelaufen. Also, nicht gelaufen, sondern ja, rausgeschwitzt, ne? Da weißt du immer nicht, achso, hier ist noch der Schlauch. So, da weißt du immer nicht, wovon, wieso, warum, weshalb. Ne? Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, warum steht hier oben so viel Öl? So, den Deckel haben wir raus. Legen wir mal hier hin, bisschen schräg. Sauber machen. Ich habe ja immer einen Dichtsatz da, also einen kompletten Motordichtsatz. Den habe ich halt immer da. Ja, weiß auch nicht. Hier oben steht halt, finde ich persönlich, viel Öl. Ich bin mir nicht sicher, dass hier immer so viel Öl stand. Das Öl geht ja wohl wieder nach unten. Ne? Das geht ja, wie will ich es denn erklären? Vorne sind ja die Stößelstangen. Da, 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 da. Die betätigen ja hier die Ventile. Und rein theoretisch läuft das über die Löcher der Stößelstangen wieder nach unten. Ne? Jetzt kannst du wieder irgendwas Böses denken. Irgendwas ist kaputt und drückt das Öl hier hoch. Keine Ahnung. Normalerweise geht's hier, soll es hier durch diese Bohrung, kann man gar nicht sehen, so fein sind die. Durch diese Bohrung hier oben die Kipphebewelle schmieren. Ne? Aber warum hier oben so viel Öl steht, ist immer eine gute Frage. Ne? Wir machen es erstmal weg. Das nützt ja alles nichts. Oh. Immer was niert. Ne? Das habe ich hier oben alles gereinigt. Die Dichtfläche und alles. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Da bin ich zufrieden. Wir werden jetzt mal den Deckel sauber machen. Und dann einfach die neue Dichtung verbauen. Zu viel Öl ist es nicht. Ne? Da sind ja so, ha, könnt ihr schwer sehen, da ist so eine Lunke zum Beispiel, die steht natürlich voll Öl, ist ja klar. Ne? Und dann läuft es wieder nach vorne weg. Das ist aber alles vollkommen legitim. Das ist auch alles in Ordnung hier.
Wenn du hier guckst, Ventilspiel kann ich an einem, da ist Ventilspiel, da ist auch Ventilspiel. Der Rest ist aber fest, ne? So, das ist alles passig, da mache ich mir keine Sorgen. Der Motor läuft ja auch qualmt nicht und nichts, also das ist alles in Ordnung. Aber die Dichtung hat es natürlich zerschossen. So. Und dann muss man die eben mal neu machen. Deswegen habe ich die ja auch immer da. Es ist ja nun nicht so, dass es so Sachen sind, die ich noch nicht hatte, sondern ich habe ja nicht so einen Dichtsatz da aus Spaß, sondern weil ich weiß, dass immer mal irgendwie eine Kleinigkeit, hallo, hier, nee, das finde ich aber nicht gut. Und dann kommt die und dann musst du die reparieren. Ne? Und da gehört zum Beispiel auch so eine Dichtung zu. Ach, ich hatte die Kamera nicht an. Also so ein bisschen hart ist die schon. Ne? Ich habe jetzt hier eben mit Bremsenreiniger und Luft. Ist alles schön sauber gemacht. Jetzt gucken wir mal. Das Motor rundum sorglos Paket für Gewinner. Ein Originalersatzteil. Aber ich komme nicht ran. Es ist so geklebt hier alles. Geht auseinander, los. So. Darf ich mal ein bisschen sauber machen? Ich mache da so ein ganz kleines bisschen Fett an die Dichtung. Man weiß ja, wenn man, wie heißt es so schön, wenn man Ölfilter einsetzt, macht man ja auch immer ein bisschen Öl an den Filter. Also kann das an so einer, das ist ja eine Gummidichtung. Wenn es eine Korkdichtung wäre oder eine Papierdichtung, würde ich das nicht machen. Aber es ist ja eine Gummidichtung. Ne? Deswegen mache ich da gerne ein bisschen Fett ran. Dann ist das alles ein bisschen angenehmer. Dann hat die auch so ein bisschen so eine Richtung. Kann man das so ein bisschen sehen? Hier oben ist sie in die eine Richtung geschwungen, hier unten ist sie so spitz zulaufend. Da so eine Welle. Dann passt sie da auch nur einmal rein. Passt da aber auch sehr gut rein. Das muss ich der Dichtung lassen. Wenn wir Deal, der Gedichtung ist ja schon eine ganz gewaltige Dichtung, muss ich sagen. Das haben wir alle schon piffeliger erlebt. So. Sehr schön. Das freut mich. Herrlich. Hutmuddern verwendet der gute Mitsubishi. Ich bin begeistert. Ich hatte das auch schon, dass der mal lose war. Das hatte ich aber jetzt schon getestet. Der war fest. Da ist auch, da muss man echt, also das ist nicht viel, ne? Das ist so ganz leicht festgezogen. Ich glaube, im Werkstatthandbuch stehen, also hier im Motorenhandbuch, was ich da habe, 10 oder 12 Newtonmeter. Ne? So, dann haben wir das. Den Rest machen wir schön mit Druckluft und Bremsenreiniger sauber. Und dann sollte das gehen. Öl drauf, Filter rein. Na, bist du aus dem Stall wieder da? Mhm. Ich habe hier ein bisschen Chaos gemacht inzwischen. Ich wollte nur schnell das Öl wechseln. Und die Scheiben sauber machen. Ich habe euphorisch noch gesagt, ich will den Scheinwerfer noch reparieren. Da sehe ich ihn noch nicht. Öl gewechselt hast du? Noch nicht ganz. Filter ist drauf. Jetzt muss ich noch mal einmal rüberrennen. Oh, in Ordnung, wo ich jetzt meine Ablassschraube hier. Müssen wir uns noch mal für die Ablassschraube einen neuen Kupferring besorgen. Und dann können wir Öl auffüllen. Ein bisschen, wir brauchen ein bisschen. Das sind noch, was ist da noch drin in unserer Resterampe da? 1,5 Liter oder so? Ein halber Liter. Ein halber Liter. Das steht hier. Ich würde verdursten. Ah, nee, USA. Wenn das ein halber Liter USA. Ist, bin ich verdurstet schon. USA. fast 2,5 Liter. Ja, und ich glaube, der Bagger braucht 3,5. Der kleine Dreizylinder ist sehr gierig.
Und jetzt haben wir ja vielleicht auch keinen Verbrauch mehr. Also der Verbrauch war ja jetzt, also ich gucke ja jedes Mal immer alles durch. Zumindest ziehe ich den Peilstab für Öl und gucke hinten. Und beim letzten Mal war das nicht so viel Öl. Als er wieder kam, war es jetzt eben auf dem Anhänger, konnte ich sehen, dass da leicht ein Tropfen war. Ne? Das war nicht schön. Ne? Naja, Problem gefunden. Ich denke doch, das wird schon werden. Und dann kriegen wir das hin. Ich hole noch einen Kupferring und dann in der Zeit kannst du ja nochmal 1 Liter Öl nachfüllen und dann können wir das auffüllen. Mhm. Ja, wir starten mal und dann wird es wieder weniger. Aus, wo ist denn das Öl? Das Öl? Ja, weg ist es nicht. Das kannst du nicht entdecken. Dreh mal ein bisschen so links, rechts. Ja. Da ist doch das Öl. Bist da. Guck mal, wie schön sauber das ist. Ne? Das ist nicht mehr so schwarz wie eben, als ich das raus und rein gemacht habe. Nee, jetzt ist ja nur neues Öl. Bestes neues Öl. Also kann ich den Rest dann noch reingeben? Ja, immer rein damit. Wenn wir schon mal in Gange sind, ziehen wir durch, ne? Die Kraftstoffpumpe, die wir seinerzeit getauscht haben, gegen diese, also, ups, das ist ja die neue Bauform. Warte, ja. Ist da die Scheibe drauf? Ja. Das ist ja die neue Bauform und das andere ist ja die alte Bauform. Und wir bauen jetzt natürlich die neue Bauform wieder ein, weil die alte so ein bisschen schwitzt. Und die war ja auch nicht unser Problem, ne? So. Hier kommt Tropf, hier kommt ein Tropfen nach dem anderen raus. Also, die muss auf jeden Fall getauscht werden, ich merke das schon. Dann sind wir wieder auf Stand, dann haben wir den Bagger wieder refreshed. Aber es werden immer noch neue Sachen kommen. Vielleicht brauchen wir mal Vorfirmen, den Bagger, wa? Wir müssen schon mal gucken, was es gibt, was der Markt so bietet. Herzlich willkommen zum Verlademarathon. Also der weiße Bagger darauf. Der Anhänger ist heute angeliefert worden. Damit ist ja der O&K davon gefahren. Und jetzt soll... Der muss hier auch weg, erstmal. Der Wurzelrechen muss zu dem weißen mit auf dem Anhänger. Und der Bremse, der orangene auf den anderen Anhänger. Ne? Genau, großer... Verlademarathon, damit sie alle in Arbeit kommen, ne? Es ist ja mal Tage gibt, wo 3 Bagger arbeiten. Brauchen wir da mal mit dem Lader Rins gehen, ne? Hier ist er so nass. Arsch. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. So. Kommst du hier hin? Passt es. Ja, und dann mit dem Gabelstapler noch ein bisschen hin und her. Soll das passen? Wir wollen mal hoffen, dass der, aber das wird er ja wohl. Den habe ich noch ein bisschen dreckig hinterlassen. Den muss ich noch ein kleines bisschen sauber machen, bevor wir den rausgeben können. Und dann kann der nämlich raus. Jo, och, wird schon alles gehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Das hat ja bis jetzt immer irgendwie gelaufen, ne? Irgendwie läuft es ja auch immer sich zurecht. Guck mal, hier müssen wir noch ein bisschen tanken. Da habe ich noch irgendwo. In dem Kanister habe ich doch... Ja, ich werde noch einen Kanister mit Diesel haben. Wird schon klappen. So. Hier nehmen wir, wie gesagt, den Haken ab. Der muss nämlich auf den anderen Anhänger, nicht auf den Anhänger, wo dieser Bagger raufkommt. Das war Nummer 1, ne? Tanken noch vergessen. Wir müssen noch tanken. Ah, das werde ich wohl auch noch hinkriegen, ne? Tanken. Dieser hier sollte ja voll sein.
Klack, 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 klack. Steig, meine kleine Nadel, steig, 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 steigt. Sehr gut. Sehr schön. So, der darauf. Diesel drauf, ausgefegt, angebaut, auch zufrieden. Ihr müsst das hinhauen, ne? Alles andere ergibt sich dann immer ganz von alleine, wenn irgendwas ist. Da macht euch keine Sorgen, da kommen Anrufe oder Nachfragen oder es ist alles wieder da und ist alles wieder gut. So, haben wir, haben wir, haben wir. Können wir das nächste anpacken. Was ist los, Motivationsqueen? Ich habe heute keine Motivation. Da hast du doch Gorilla auf dem Kopf. Ja, Gorilla ist gut. Gorilla ist gut, ne? Haben wir aber noch nicht getestet. Oh. Was ist da los? Aber wir haben dafür einen anderen Test hier. Achso, willst du schon weglaufen? Ist mir egal. Warte, ich halt fest. Der Großcousin war da und hat seine Batterie gebracht. Das seine tote Batterie. Ja, genau, seine tote Batterie. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, hat das C-Tech-Ladegerät beim ersten Vorgang auch hier erstmal ein Ausrufezeichen gemacht. Ja, einmal und dann wieder aus. Habe ich den Stecker gezogen. 21, 22, 23, habe sie wieder reingesteckt. Und jetzt ist es sogar bis 7 durchgelaufen. Also auch dieses Recon hat gelaufen. Die ist aber noch nicht alt, die Batterie. Ich weiß gar nicht, der hat doch gar nicht... Von was ist das eigentlich? Von seinem Rasenmäher? Oder? Ach, ich weiß es nicht. Ist mir auch ziemlich egal. Ich sage ja, ich versuche das mal. Weil normalerweise, wenn so eine Batterie tiefer entladen ist, kannst du auch erstmal hier 12 Volt nehmen, ganz stumpf, und erstmal da reinpumpen. Ne? Bei der normalen Batterie geht das. Versuch das aber bitte nicht bei Lithium-Ionen. Das kann nämlich tödlich werden. Für die Batterie oder für den Bediener? Für alle. Ich habe das aber auch schon gemacht. Aber da ist immer eine Schaltung hinter. Die musst du ablöten und dann darfst du auch nicht zu hohen Strom und so. Also man kann da schon... Also wollen wir nicht. Man kann da schon was bewirken. Mhm. So, Batterietest. Enter. Normale Batterie. Teststandard EN. 540. Das war noch unser Bagger. Diese hat ja nur 440. Frag mich übrigens nicht, wie dieses Gerät funktioniert. Auf jeden Fall testet er. Gut bestanden. Gut bestanden. So, da machen wir jetzt noch eine kleine WhatsApp-Nachricht von. Schicken ihm das. Und dann kann er die wieder haben. Ne? Also Batterien. Zack. Batterien sind immer so ein Thema. Das kann immer mal gut gehen, muss aber nicht. Ne? Wie gesagt, wenn sie tief entladen sind, brauchst du halt erstmal ein dummes Ladegerät. Das hier ist ja auch schon sehr schlau. Ne? Du brauchst also erstmal entweder ein dummes altes Ladegerät, was einfach stumpf reinpumpt, so um erstmal wieder ein bisschen Strom reinzubringen, damit die Spannung hochkommt, damit du dann mit deinem Wunderladegerät wieder was machen kannst. Ne? Oder halt ganz stumpf 12 Volt draufgeben. Das geht natürlich auch. So mit dem Netzteil. Gut, dann hat er das auch fertig. Unsere Motivation ist nicht so riesig, aber was mich wieder motiviert, ist einfach, wie schön sauber dieser Trecker geworden ist. Ne? Das sieht hier alles total gut aus. Im Kotflügelbereich sieht es ja nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Das ist also eine Aufgabe für nächsten Winter. Wir montieren hier jetzt noch wieder die Bleche drauf. Und dann, wenn es wieder heller wird, es wird nämlich jetzt immer dunkler, dann... Das ist auch schon spät. Ja, müssen wir machen. Dann machen wir gleich noch eine Sache zusammen, wenn ich die Bleche dran habe. Die müssen wir noch machen, weil dann soll der Trecker, wenn es mal hell ist, einmal raus, Räder rauf hinten, Räder vorne ab. Und dann ist der Masterplan auf Desaster. Ich möchte ja ohne Vorderräder hier wieder reinfahren. Wir wollen mal gucken, ob wir das... Es gibt natürlich eine Möglichkeit, das mit dem Trackjack zu machen. Also das Anheben haben wir ja schon mal gemacht. Dann bist du aber über die Dinger hier unterwegs. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja auch eine Runde fahren. Und ich glaube, ich habe vor Augen, dass das geht. Das wird schon irgendwie gehen. Wieso haben die doch im Video, das du mal geguckt haben, auch gemacht? Ja, aber nicht vorne. Doch, ich glaube schon. Gefahren sind die damit aber nicht, oder? Ich google nochmal. Sehe ich jetzt nicht vor mir. Also, kann gut sein. Wir wollen ja auch nur, ich muss das Ding gerade ausrichten und dann einfach vorwärts rein. Wird schon irgendwie gehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Du hebst ja da hoch und dann müssen wir auch vorne gucken. Vielleicht müssen wir ein Holz unterlegen, dass wir den Punkt besser kriegen. Und dann fahren wir hier rein. So klar. Lächerlich. Easy. Aber das andere zeige ich euch noch, das machen wir aber vorher noch. Das machen wir nachher noch. So, du im Garten, ich an der Bleche. Folgender Fall. Was haben wir vor? Ich zeige euch jetzt eine halbe Stunde, wie ich hier rumfühle. Anders.
Der Plan ist, den Lenkzylinder bei dem Kandidaten zu tauschen. Wir hatten da ja letztes Jahr so ein paar Probleme. Ich bin der Meinung, die Lenkung geht ein bisschen schwer, zum einen. Und zum anderen war ja noch, letztes Jahr bin ich der Meinung, ich habe da im Kreis gedreht. Und der Lenkzylinder, der da drinne ist, Licht. Der Lenkzylinder, der da drinne ist, ach, ja. Gehen wir mal zusammen auf Tauchfahrt. So, kann man hier so ein bisschen vielleicht erkennen oder auch nicht. Gerade im Moment nicht so. Der ist leicht undicht, ne? Ich habe in meinem Leben schon, sieht man ja da, wie geht das denn jetzt? So vielleicht. Da war ich schon bei und habe getauscht. Die Axialgelenke. Jetzt müssen wir die Axialgelenke ja aus dem Zylinder rausholen. Da ist Schraubensicherung drinne. Guck mal, wir müssen eigentlich gar nicht messen. Wir messen aber trotzdem. Naja. So, und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, hier kann man es so ein bisschen erkennen. Er will schon oder er schwitzt. So, das ist ein Standard bei den Treckern. Ich persönlich habe den Lenkzylinder bereits abgedichtet. Soll ich euch das Ja sagen? Ich weiß das ja nicht. Ich habe das abgedichtet. Ich habe hier oben noch ein Andenken an das Abdichten. Wenn ihr meint, ihr wollt so einen Lenkzylinder abdichten, macht das Rohr mit neu. Ne? Der Dichtsatz alleine wird euch nicht retten. Und ich habe auch schon oft gehört, entweder fährt man zu einer Hydraulikbude und holt sich die entsprechenden Dichtmittel, weil das ist Standard. Ne? Oder ihr fahrt zum Händler, zum Fan-Händler und holt euch den Originalsatz. Nachbau ist da so semi zu empfehlen. Es ist so, hier ist auch ein kleiner Absatz, aber hier wäscht das aus. Ne? Von innen geht's eigentlich. Und es ist so, dass dieses Rohr, das ist Standardrohr, das ist Normrohr, aber man muss hier ein Stück abdrehen. Ich habe mir damals rohe Normrohr besorgt und habe auch ein Stück abgedreht und einen Original-Dichtsatz verwendet und dann war erstmal Ruhe und dann gehen irgendwie 2000 Stunden ins Land und dann fängt das wieder an zu ploddern da unten. Das ist nicht doll, aber es schwitzt leicht und das stört mich. So, jetzt gibt es immer die verschiedensten Möglichkeiten, was man machen kann. Ich habe ja schon eigentlich alles ausgeschöpft, nämlich Dichtsatz und Rohr neu. Jetzt ist der Masterplan. Jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Jetzt testen wir einfach mal Nachbauteil. Nachbauteil, sage ich euch, wie es ist. Habe ich einfach mal gedacht, bin ich einfach mal geizig und versuche ich einfach mal. Ich bin ja auch nicht so. Ich gebe ja auch Leuten eine Chance. Ne? Das ist jetzt ein Granit-Nachbauteil und das werden wir versuchen. Ne? Das soll da rein. Das ist ja nun kein Hexenwerk. Ich werde jetzt das nicht schwarz, grau lackieren. Das kann eh kein Mensch sehen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte und ich habe damit grau drauf umgeschmiert und ich will das wieder zurückgeben, will ich mir ja nicht irgendwie anhören. Das ist aber, nee, da habe ich keinen Bock drauf. In diesem Moment bleibt das halt einfach schwarz. Das ist da unten auch für keinen zu sehen. Und dadurch, dass es ja einmal gelackert ist, hat es ja auch Korrosionsschutz. Ne? So, und wir werden halt den alten da rausbauen und dafür den neuen hier einbauen. Und dann werden wir ja sehen, wie lange der Spaß hält. Ne? Theoretisch müsste es mein Trecker Leben lang halten. Praktisch weiß man es ja nie. Ne? Praktisch kann der ja mal anders aussehen. Ja, wie gesagt, muss ich noch auspacken. Und um das eben zu machen, und wir müssen ja eigentlich nur in den Axialgelenken auseinander, achso, deswegen wollte ich das auseinander, weil ich euch das jetzt zeigen wollte. Das ist scheiß schwer. Ich mach das mal ab. Ausgepackt, jetzt kann man das sehen, ne? Hier ist einmal Gewinde und da ist das Axialgelenk reingeschraubt mit Schraubensicherung. Und hier drüben, da ganz genauso, ne? So, Katharina hat mal Zettel und Stift. Ich gehe mal nach unten. Und zwar mache ich das immer folgendermaßen. Wenn ich irgendwie sowas mache und auseinanderbaue, dann mache ich erstmal eine Messung. Was jetzt? Heute hast du Stroh auf den Socken. Ja, heile Socken. Heile Socken und Stroh. Cool. und zwar
nehme ich den Lasermesser und messe mir das hier über die Felge einmal hier mit dem Rücken rein. Ist mit euch jetzt ein bisschen kompliziert, ne? Versuche möglichst. So, da habe ich meine Taschenlampe, ist ja klar. Ihr müsst kurz warten. So. Ich gehe hier also in die Felge, versuche möglichst hoch zu gehen, bis ich irgendwann da drüben meinen Punkt finde. Jetzt ist er noch da. Irgendwann kommt der Moment. Kann sich noch um Stunden handeln. Jetzt ist er gerade noch so da. Jetzt ist er da drüben. Immer noch nicht ganz. Jetzt. Ich mache das gleich nochmal mit einer Hand. 1,559 m. So, diese Messung wiederholen wir jetzt ein, zwei Mal. Dann haben wir die Messung jetzt abgeschlossen. Also immer hier aus dem Felgenhorn rüber zur anderen Seite. Vorne und hinten. Also hier sehen wir, da ist eigentlich immer ein Komma. Ich habe da jetzt zwei Werte genommen. Ich hatte da zweimal das gleiche eben. Also es war jeweils immer 56,2. Und vorne ist ja 56, also das, wir reden von der dritten Stelle hinterm Komma, ne? 56,6, 56,7. Das ist ja total kicky, ne? Wir sehen, dass das eben die dritte Stelle hinterm Komma variiert so ein bisschen, aber 1,56 zu 1,56 ist eigentlich auch das Maß, ne? Das geht nur darum, dass man das nachher nochmal kontrolliert. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, der Nachbauzylinder ist 10 mm kürzer oder länger oder was weiß ich. Man weiß es ja immer nicht, deswegen ich messe das einmal. Wir sehen aber jetzt, es ist gleich, ne? Plus, minus, ein ganz, ganz bisschen. Ich meine, also bei diesem Trecker haben wir die Spur auch mal eingestellt mit so einem professionellen Einstellgerät. Wir haben damals mal die Räder, die da vorher drauf waren, die haben wir einmal der komplette Reifen von da nach da getauscht. Oftmals sieht man ja Räder, die andersrum montiert sind. Das heißt also, der Reifen wurde einfach abgeschraubt nach da und der abgeschraubt nach da, dann ist das Profil andersrum drauf. Warum machen die Menschen das? Ja, weil die Reifen unterschiedlich abnutzen manchmal, ne? Du hast das, dass das hier mehr abnutzt als da, und wenn du den dann von da nach da tauscht, dann drehst du das Ganze von innen nach außen sozusagen, und dadurch bedingt nutzt der dann eben an der Stelle ab, wo sonst mehr ist. Das ist so die Theorie dahinter, ne? Wir haben damals professionell den von der Decke gezogen, den von der Decke gezogen und dann den nach da und den nach da, und dann ändert sich das Ganze ja auch. Dann wird ja auch innen zu außen, ne? So, und dann haben wir aber gleichzeitig nochmal die Spur kontrolliert, ob das alles richtig ist, falls du dir da noch irgendwie einen Krebs reingeholt hast, warum auch immer. Ja, so war das seinerzeit. Wir machen jetzt halt den Zylinder neu, und deswegen kontrolliere ich das vorher einmal, kontrolliere das nachher einmal und habe dann für mich persönlich ein gutes, ruhiges Gewissen. Nächster Step wird also jetzt sein, Trecker raus und dann ohne Vorderräder wieder rein, damit wir hier in Ruhe arbeiten können. Ne? Damit wir hier, wenn die Räder ab sind, dann diese Bleche müssen hier ab, und dann kommt man da ja besser ran, und dann gucken wir mal, dass wir den aus den Angeln gehoben kriegen, und dann schauen wir mal, ob wir den Zylinder da so rauskriegen und wieder reinkriegen. Ne? Das ist so die Hoffnung. Ich meine, es müsste gehen, ohne die Achse auszubauen. Aber was ich meine und was deine Wirklichkeit ist, das können ja zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Ne? Film fahren gleichzeitig, ne? Ich kann's nicht. Das ist eine Frauenart. Die kann alles auf einmal. Ich nicht. So. Adapter. Verriegeln.
Und dann nehmen wir uns mal die große Schaufel. Wenn wir das was schafft, ne? Müllecken aufräumen, ne? Das ist sehr leichter, fluffiger Scheiß, aber es muss weg. Es triggert einen und man denkt sich immer, oh, wo mache ich noch, wo mache ich noch? Und irgendwann denkt man sich, wenn ich es heute nicht mache, Bremse, wann will ich es dann machen, ne? Also, wenn man jeden Tag so ein bisschen, wir sagen es ja immer wieder, weil irgendwann wirst du auch betriebsblind. Dann siehst du diese ganzen Ecken nicht mehr und dann denkst du, das ist alles wunderschön und wundertoll. Und andere denken, ja, könnte man mal wegräumen, ne? Und da muss man immer an sich selbst appellieren und das irgendwann einfach mal machen. So, jetzt ist hier auch eine Durchfahrt, ne? Jetzt ist es so, meine Frau hat mir gesagt, der Kompost ist voll. Und ich habe sie gefragt, woran sie das denn gemessen hat. Das frage ich euch, wie hat sie das denn gemessen und gewusst? Wie konnte sie das wissen, dass der voll ist? Ich bin gern Landwirt. Natürlich habe ich einen Flug. So, es werden so zwei Schaufeln. Wir müssen ja ein bisschen sortieren. Meine Frau meinte ja, fingerdick, der Äste gehen einfach so in so einer Ware runter, ne? Tun sie natürlich nicht, ist ja klar. Mit Fanny kannst du arbeiten. Er hat aussortiert. So. Thank you.
schüffeln. Irgendwas mit Stein. Gab's denn Quellenland, aber Steingigant war ja die. Ja, nein, aber Steingigant war die Dings, war die, die Scheibenmecke. Ja. Aber das war ja eine Brix. Nee, Brix ist eine andere Firma. Ja, Brix. Brix ist in Schleswig-Holstein. Und das ist Quellenland und dann 14 Zoll. Einschabe ich schon mal abgeschraubt. Ja, der Plan war, irgendwann mal, wenn man ganz viel Zeit und Lust hat, mit dem 106er damit mal arbeiten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ganz früher stand er auch mal und jetzt hat er die Biege gemacht. Wichtig ist immer Steinsicherung, ne? Staub ein bisschen, ne? Unsere Aschetonne ist auch noch mit rausgekommen. Das ist ja hier. Da wird ja heutzutage richtig teurer Dünger rausgemacht aus Holz, ne? So. Holzkohle, nee. Wie ist denn das jetzt noch? Aber ich habe wieder nicht doll genug aufgepasst, ne? Aktivkohle. Wir stehen hier im zukünftigen Fräsenraum, ne? Fußboden ist schon raus, wie ihr im Zeitraffer gesehen habt, haben wir hier schon ordentlich was rausgenommen. Das Pflaster ist natürlich ziemlich hartnäckig, ne? Das ist Verbundpflaster irgendwie, um da immer einen Anfang zu finden, aber irgendwie, wenn man einen hat, dann geht's, ne? Auf jeden Fall haben wir das hier schon alles raus und wenn man sehen kann hier, sind da ja im Endeffekt ja jetzt auch schon zwei Paletten raus, ne? So, und wenn du jetzt von da mal nämlich guckst, dann siehst du nämlich auch, dass wir ja schon ja, knapp zwei Drittel haben wir bestimmt raus. Ne? Jetzt noch einmal da lang und dann hier vorne das Ende, bis hier irgendwo, sehen wir dann, wenn wir dabei sind und fertig. Ne? Wir haben noch eine Steinpalette, die haben wir angefangen, da müssen wir noch, da können wir noch ein paar rauf machen. Auf diese hier? Nein, die haben jetzt 7 Schichten, der Radilinski kann sie transportieren, es ist aber nicht von Vorteil. Naja, das ist aber auch ganz schön schwer. Ja, wir machen das ja mit dem Gabelstapler. Alles gut. Wir hatten nur den Radlader hier und ja. Du musst dann hinten Gewicht einhängen. Ja, das würde dann auch gehen, aber nein, das hat sich ja mal irgendeiner überlegt, dass der Radlader, wenn der hinten hochkommt, das dann auch einfach Ende ist. Wir sind ja schon froh, dass er das so macht. Also, dass er die gehoben hat, hatten wir ja nicht gedacht. Wenn ich euch erzähle, wie ich die nun hergefahren habe, ich habe ja angehalten, habe dann gelenkt. Dann hat er quasi den so gedreht, dann habe ich sie abgestellt, dann habe ich wieder in die andere Richtung die Räder gestellt und dann konnte ich fahren. Also, ist aber auch nicht gesund. Nein, es war auf 2 Rädern und das ist nicht gut und das macht man nicht. Aus, Kinder, nicht nachmachen, aber ich habe es halt gemacht, so und fertig. Und wir fahren die jetzt mit dem Gabelstapler durch die Gegend und fertig. Wir haben aber hinten noch eine Palette stehen, die ist ja nur halb voll. Die können wir noch voll machen. Ja, und dann mit einer Palette, das wird knapp vielleicht. Dann hätten wir 3 Paletten, vielleicht machen wir einfach noch eine 4. Palette dazu und fertig. Und dann haben wir die Steine alle raus und dann können wir hier nämlich mit dem Bagger rein und dann können wir uns hier die Erde rausziehen. Wir müssen ja, das ist ja die Isolierung, die da reinkommt, die hat 6 cm und die Steine haben 10. Wir wollen nachher vielleicht hier irgendwie so auf 12 cm Beton und dann ist da unter die 6 cm Isolierung, das heißt also 6, 8 cm müssen hier raus. Ne? Den muss ich hier noch mit dem Bagger einmal rausziehen, schön leise. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben ja einen Bagger und alles da. Ziehen wir kurz ein bisschen raus, ziehen wir ein bisschen Plan. Und dann können wir hier die Isolierung auf den Boden legen, Bewehrung reinlegen. Und dann müssen wir einen Aktionstag machen. Dann müssen Mischi, wir eine Mischi. Palette Zement noch besorgen, damit man wieder eine Palette Zement im Handvorrat hat. Und braucht man im Handvorrat. Palette Zement muss im Handvorrat haben. Sonst bist du raus. Und ja, aber wir brauchen hier was, wir brauchen da noch was, wir brauchen immer Zement. Und genau, dann haben wir das.
Und dann gucken wir mal. Und dann kann doch das da rein. Ah nee, erstmal muss ja die Maschine. Wenn die Isolierung liegt. Ja. Und die Bewehrung drauf ist und der Beton drin ist. Vorher, bevor wir das machen, müssen wir hier kommen ja noch Schalungsbretter jetzt rein nachher. Mhm. Ne? Damit man hier nachher den Beton gegenschütten kann. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das muss ja auch noch gemacht werden. So, und dann wird das alles vollgegossen und dann muss das erstmal ruhen hier. Dann muss hier erstmal der Beton ordentlich durchziehen und wenn der ordentlich durchgezogen ist, in der Zeit machen wir da hinten Wandverkleidung in dem Raum, wo die Fräse reinkommt. Da werden die Wände verkleidet, die Decke verkleidet. Das kann dann schon fertig. Und dann muss die Maschine da rein. Und wenn die Maschine da drin steht, dann können wir hier anfangen, die anderen Wände zu stellen, unsere Treppe wieder zu stellen und alles wieder herzustellen. Ne? Mhm. Das muss man noch so ein bisschen, müssen wir danach so ein bisschen ausrichten. Aber erstmal muss dann der Fußboden nämlich ein bisschen trocknen. Dem müssen wir schon ein paar Tage Zeit geben, weil wenn wir da mit dieser schweren Maschine rüberfahren, mit diesen in Anführungsstrichen kleinen Panzerrollen, dann muss der Beton schon gut ausgehärtet sein. Ne? Ja. Aber das kriegen wir auch hin, sollte kein Thema sein. Passt schon soweit. Ich glaube, wir haben schon mal wieder ein bisschen was gemacht. Mal gucken, dass wir morgen, übermorgen irgendwie so die Steine wieder weiter rausnehmen. Steine rauskloppen, brauchen wir euch nicht zeigen. Ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis. Haben wir jetzt drin gehabt im Video, alles gut, ne? Wir zeigen, wenn es fertig rausgenommen ist. Ja, das sowieso. Oder wenn, was weiß ich nicht. Wenn der Gabelstapler auseinanderbricht, weil er die Paletten schlechter heben kann als der Radlader. Nee, das glaube ich nicht. Dann machen wir das. Ja, so ihr Lieben. Aber, passt soweit alles. Richtig, richtig cool, haben wir das nämlich soweit echt schön fertig. Dann hoffen wir. Das Video hat euch gefallen. Genau. Auf jeden Fall müssen wir noch eine Sache vorlesen im Anschluss. Ja. Das haben wir noch auf dem Zettel. Und ja, wer mag, kann gerne noch ein bisschen Liebe dalassen. Ganz kann genau. Auch gerne dranbleiben. Genau. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Uns haben ein paar liebe, nette Pakete und ein toller, lieber Brief erhalten, ne? Hallo lieber Axel, hallo liebe Katharina. Ich schaue eure Vlogs sehr gern und auch schon seit langer Zeit. Deshalb lerne ich den Beruf Landwirt und kann aus euren Videos echt viel mitnehmen. Meine Freundin lebt nicht so sehr wie ich die Landwirtschaft, soll bestimmt liebt heißen, aber ich konnte sie durch eure Videos nach und nach doch überzeugen. Sie schreibt unter anderem auch diesen Brief für mich. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wegen der Schrift. Also man sieht es unten. Alles gut. Die zwei Namen sind sehr unterschiedlich geschrieben. Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart im Süden und machen im Sommer den weiten Weg hoch in den Norden. Auf unserer Reise werden wir einen Bekannten in der Nähe besuchen. Bosau ist auch auf dem Weg. Daher nun unsere Frage, ob wir auf unserem Heimweg am 5. August einen kurzen Abstecher zu euch machen dürfen. Wir würden uns echt freuen. Macht weiter so mit euren Videos immer Liebe dalassen, hat er dann in Klammern geschrieben. Grüße aus dem Süden und dir, liebe Vanessa, vielen Dank, dass du das geschrieben hast und Maxle. Ja, genau. Ihr zwei, kein Thema. Wie auch immer, entweder per Mail oder Instagram oder so. Oder, ja, der Brief ist ja schon sehr gut, aber der ist ja so unzeitnah, ne? Das ist noch sehr weit weg. Ist noch sehr, sehr weit weg. Deswegen können wir natürlich nicht definiert sagen, dass ich hier irgendwo rumturme mit Katharina zusammen, aber grundsätzlich ist das gar kein Problem. Ne? Also, wir streben das grob an, auf jeden Fall. Und weiß ich nicht, was ist 5. August? Ein Montag. Ja, da fängt schon an. Also auf dem Montag, da sind wir in der Regel dann so ab 17 Uhr hier. Ne? Genau. Vorher müssen wir natürlich arbeiten. Ja, gut, dann haben wir das. Vielen, vielen lieben Dank für den tollen Brief. Ne? Ja, immer schön, dass man so Leute animieren kann, einen so einen tollen Beruf auszuüben. Das auch noch. Das mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Als Respekt dafür. Sehr, sehr cool. So, dann hatten wir Besuch von Malte und seiner Familie. Genau. Malte war ein bisschen schüchtern, verstehe ich gar nicht, weil wir beißen nicht. Nee, wir beißen nicht. Aber du bist ja noch runtergekommen, hat ja alles geklappt und Malte hat sich richtig viel Mühe gegeben. Genau. Und sie waren dann auch lange da. Malte hat selbst gebastelt. Ja. Richtig cool. Hallo, habe für euch ein selbstgemachtes Lohnerschild für die Werkstatt gemacht. Mit Beleuchtung. Eure Videos sind klasse. Von Malte. Vielen, vielen Dank, lieber Malte. Ja. Kann man das einmal in die Frisur stecken? Das wird aber ein weiter Weg. Und die Frage ist, wo willst du das reinstöpseln? Ich glaube, das wird spannend. Ich sehe es noch nicht so. Wo willst du denn jetzt hin? Das wird ja noch spannender. Halt mal, nimm mal kurz ein Stückchen. Das wird ja noch spannender. Ja, das ist vielleicht die beste Lösung. Ich möchte das ja niemand sehen. Wo ist denn? Ich habe hier irgendwo die Macht gesehen. Hier war doch irgendwo die Macht. Hier ist die Macht. Oh. Machst du Chaos?
Ich glaube, man muss mal bestimmt noch eine Folie ziehen. Ah, weiß ich noch nicht. Aber man muss. Ja, man muss noch eine Folie ziehen. Aber es ist ja schon Licht an. Richtig, ja. Sieht schön aus. Also wir können auch Farben variieren und. Richtig cool, Malte. Mega stark. Und alles dabei. Fan, Strautmann, Krampe, Bernie, Sweetie. Ja. Ne? Absolut cool. Vor allem der Fan. Und ich glaube, der 614 hat es ihm angetan. Ich glaube auch. Das ist sein Favorit. Der hat es darauf geschafft. Und dann gab es natürlich noch was für die Naschi-Seele. Richtig cool Naschi. Vielen, vielen Dank, Malte. Malte. Wir hoffen, ihr seid gut zurückgekommen. Genau, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Urlaub und seid wieder gut nach Hause gekommen. Habt euch ordentlich erholt, das ist nämlich die Hauptsache. Und ja, da finden wir einen schönen Platz für. Ne? Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. So, dann haben wir... Ach, es war ja nicht nur ein Paket. Nee, da war so ein Doppelpaket. Es war so ein Doppelpaket. Das war das wichtige Paket. Hm, geht so. Guck mal, was für Ostern. Kleiner Ostergruß für den Bieratlas, wo Ostern wünscht, Christian. Dann stand da Paket Nummer 1 von 2. Und dann habe ich gesehen, oh, es gab noch ein Paket. Das ist etwas größer. Guck mal, meine 6 Freunde. Deine 6 Freunde? Ich habe 6 Freunde. Dann gab es noch ein Paket. Nee, das gehört hier nicht rein. Achso, du hast jetzt 7 Freunde. Oh Mensch, kam einer dazu, wa? Dann gibt es dieses. Das ist so geil, das fühlt sich alles jetzt nach diesem Spray. Das ist nämlich so ein Spray für die Pferdemähne und für den Schweif, damit man den besser... Da kannst du mir auch eine Haare machen, so, wenn so. Du so willst. Das kann man dann besser durchkämmen, ist für die Kämmbarkeit. Aber es steht auch drauf, für den Haar, fördert den Haarwachstum und den Glanz. Das habe ich auch... Naja. Finger. Geht ab, ne? Ja, geht total ab. Ist absolut cool. Und dann noch hier... Das finde ich ja, sowas finde ich ja. Achso, warte mal, wir gucken, das passt das hier hin. Das war irgendwas mit Hasen. Ups. Das nimmt ja gar kein Ende. Öffnen, genießen, freuen. Fröhliche Ostern aus der Blumendose wachsen kleine Sonnenblumen. Richtig, ja. Richtig. Guck mal, jetzt habe ich nochmal die Karte. Das ist genau die gleiche, aber mit anderem Inhalt. Ja. Hallo Katharina, hallo Axel. Ich wollte noch zu eurem Trecker und zum neuen Pferd gratulieren. Ich habe euch 2 Osterpäckchen gepackt und macht weiter so tolle Videos und Livestreams aus der Werkstatt. Frohe Ostern wünscht Christian. Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Ja, mega cool. Bisschen Schutzrohr, das ist auch Schutz. Ein paar Blechschilder, Kabelbinder kannst du immer gebrauchen. Meine 7 Freunde, cool. Sekt und ein paar Blechschilder. Vielen, vielen lieben Dank. Paar 2. Das trinken wir heute sehr, auch. Sehr, sehr cool. Mein Lieber, das ist aber sehr, sehr reichlich. Aber absolut mega nett. Vielen, vielen Dank. Na? Dir natürlich auch schöne Ostern. Genau, wir wünschen nicht nur dir, sondern allen. Natürlich na? Den anderen. Wir kriegen ja jetzt immer noch, es steht ja Ostersonntag und Ostermontag vor der Tür. Wünschen wir allen schöne Osterfeiertage. Am heutigen Samstag sind wir beim Trecker-Trek in Kleinvollstedt, wenn ihr das Video seht. Und am morgigen Sonntag sind wir zum Nightpulling in Wittbig, wenn ihr das Trecker-Trecker-Trecker-Video seht. Es, wir sind auf, Montag nicht da. Genau, Montag haben wir Familie und generell ist sowieso einigermaßen was auf dem Zettel und weil halt Ostern ist. Deswegen sind wir auch so ein bisschen im Vorsprung, was die Videos angeht. Müsst ihr euch nicht wundern, aber irgendwann musst du ja auch mal leben und das passiert und die Videos laufen natürlich weiter, aber trotzdem haben wir uns einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Ne? Ja, da sind wir ja nicht so. Damit wir dann unseren privaten Kram in Ruhe machen können und deswegen... Müsst ihr euch nicht wundern, das kommt ein bisschen zeitversetzt, aber ihr verpasst nichts. Nein, gar nicht. Nicht mal, wenn wir was verkaufen. Haha! Nee, richtig cool. Vielen, vielen Dank für die ganz tollen Pakete, den tollen Brief und alles, was angekommen ist. Super lieb von euch und wie gesagt, schöne Ostern und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis vielen dahin, Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Also im Abspann zeigen wir nochmal Bieratlas, glaube ich. Hatten wir lange nicht mehr. Tschüss. Tschüssi.